Empathie und Humor. Empathie macht dich auch angreifbar. Also persönlich, die Dinge greifen dich an, wenn du Schmerz, wenn du Leid mitbekommst und dich zu sehr, und das ist bei mir manchmal so, einfach zu sehr drauf einlässt, dann schwächt das und tut weh. Ja. Der wichtigste Wendepunkt ist eigentlich der Augenblick, wo ich mich entschlossen habe, nicht Finanzbeamter zu werden, sondern Künstler, Kunst zu studieren. Wenn er merkt, dass ein Bild bald fertig ist, wird es für DP spannend. Dann kann er nicht mehr aufhören, stundenlang, tagelang, bis seine Collagen ausdrucksstark sind. Schön aussehen müssen sie nicht. Ich höre oft, dass die Leute sagen, oh, deine Arbeiten sind echt interessant, aber sowas würde ich mir dann doch nicht ins Wohnzimmer hängen. Dann kann ich immer nur sagen, Kunst ist nicht dazu da, das Wohnzimmer schöner zu machen. Kunst ist wie Philosophie, das ist eine Art Forschung. Forschen, kritisch nachfragen. Dafür hatten seine Eltern keinerlei Verständnis. DP wächst in Bad Kreuznach auf, in kleinbürgerlicher Umgebung. Das war halt auch ein relativ autoritäres Elternhaus. Konnte nicht machen, was ich wollte. Das gab ganz klare Wahrheiten und die konnten nicht angezweifelt werden. Ja, ich war viel zu brav eigentlich. Also ich hätte viel mehr aufbegehren sollen, aber das habe ich nicht hingekriegt. Nach dem Abitur sehen seine Eltern für ihn die höhere Beamtenlaufbahn beim Finanzamt vor. Doch DP bricht aus, entscheidet sich gegen ihren Willen für ein Kunststudium. Kunst war eigentlich die Rettung, ja? Das war einfach das, da bin ich aufgegangen. Trotzdem fehlt ihm nach dem Studium der Mut, von der Kunst zu leben. Ende der 80er wird er Marketingchef bei der Uhrenmarke Swatch, leitet später Werbeagenturen und verliert dabei die Kunst aus den Augen. Das hat aufgehört. Das hat ganz plötzlich aufgehört. Und bei einem Umzug habe ich meine ganzen Bilder, die ich bis dahin gemacht hatte, weggeschmissen. Also, und zwar nicht als Punkt, so, jetzt ist Schluss damit, sondern einfach, sie haben mich nicht mehr interessiert. 25 Jahre macht er keinen Pinselstrich mehr, bis er 2013 wegen der schlechten Auftragslage seine Werbeagentur aufgibt und es ihn urplötzlich wieder packt. Es war irgendwie ein Samstagmittag, da habe ich gesagt, jetzt muss es passieren. Aber wirklich so dramatisch, wie es sich anhört. Ich habe mich ins Auto gesetzt, bin nach Ingelheim gefahren, in so einen Künstlershop, habe Farben gekauft und habe losgelegt. In seiner Kunst gibt es ein großes Thema, das ihn nicht mehr loslässt. Die Gräuel der Nazizeit. Auslöser ist ein Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers in Osthofen bei Worms. Hier haben mich die Wände angeschrien, also auch wenn hier gar nicht mehr viel wirklich zu sehen ist. Aber hier, ich habe immer gesagt, was haben diese Wände gesehen, was haben die erlebt? Ja. Was hier für Leid vorgekommen ist, also was hier alles passiert ist, wie die Leute getriezt wurden, wie sie misshandelt wurden, wie sie in Angst gelebt haben. Angst ist ein ganz großes Thema. Ja. Und das hat mir fast die Luft genommen. Um seine starken Gefühle ertragen zu können, macht er Bilder. Seit 5 Jahren zum Holocaust. Und es entsetzt den Heidesheimer, dass rechtes Gedankengut jetzt wieder populär wird. Macht mir wirklich Angst, weil du hast das Gefühl, sie haben nichts kapiert. Damals hat man auch gesagt, mein Gott, die reden und machen so ein bisschen. Und dann war es da. Also wenn man wartet, bis es zu spät ist, ist es zu spät. DP liebt Gesellschaft, kocht gerne mit seinen Töchtern. Nachdem beide ausgezogen waren, verwandelte er sein Haus vergangenes Jahr in eine WG mit jungen Menschen. Ich will leben in der Bude und nicht irgendwelche Leute, die genauso tatterisch sind wie ich. Also habe ich ja nichts von. Mein größter Traum ist eigentlich, dass ich die Bilder noch mehr zeigen kann. Bilder sind da, um gesehen zu werden. Und das kann gar nicht gut genug sein, nicht oft genug sein.